Du bist ein Wissenschaftler und hast die letzten Jahre damit verbracht, die Fähigkeiten des Gehirns zu studieren und eine Maschine zu bauen, die beliebige Daten in einen menschlichen Geist hochladen kann. Willst du Anwalt werden? Lade das gesamte Rechtswissen in dein Gehirn hoch. Willst du eine neue Sprache lernen? Setze einfach ein spezielles Headset auf, das sich mit deinem Gehirn verbindet und alle notwendigen Infos über den Computer herunterlädt. Während die Informationen hochgeladen werden, verlierst du normalerweise für ein paar Minuten das Bewusstsein. Anschließend kannst du dich für mehrere Stunden etwas müde fühlen, da dein Gehirn einige Zeit braucht, um sich an die neuen Daten anzupassen. Aber jetzt hast du beschlossen, viel mehr als nur einen Beruf herunterzuladen. Du willst eine elektronische Bibliothek mit Millionen von Büchern hochladen, um der klügste Mensch der Welt zu werden. Du setzt dir ein Headset auf, startest das Programm, vergisst aber eine wichtige Sache. Das Gehirn muss jede Information verarbeiten, bevor du sie tatsächlich nutzen kannst. Während du schläfst, analysiert und verarbeitet das menschliche Gehirn alle Informationen, die es über den Tag hinweg erhalten hat. Nun, du startest die Maschine und fällst in einen endlosen schwarzen Abgrund. Du kletterst auf einen unglaublich hohen Berg. Du weißt nicht mehr, wie du hierher gekommen bist oder wie lange du das schon machst. Alles, was du weißt, ist, dass du auf den Gipfel gelangen musst. Du gehst durch die Wolken. Der blaue Himmel wird durch den schwarzen Weltraum ersetzt. Der Gipfel ist höher als die ISS. Du schaust dir den Berg an und siehst, dass er nicht einfach ein Fels ist, sondern Bücher. Du erklimmst einen unendlich großen Stapel von Büchern. Chemische Formeln, Fische, riesige Kraken, Tabellen mit herumfliegenden mathematischen Formeln. Du hörst auf zu greifen, aber fällst nicht. Du schwebst im Raum und fliegst nach oben. Da ist ein leuchtendes Licht. Du kommst näher und näher, etwas passiert und du fällst mit großer Geschwindigkeit nach unten. Jemand zieht dich zu Boden. Du kommst wieder zu Bewusstsein, leicht verärgert, weil dein schöner Traum endet. Du wachst auf, aber du siehst nichts und kannst dich an nichts erinnern. Du siehst Lichtblitze in der Dunkelheit und merkst, dass deine Augen geschlossen sind. Du strengst dich stark an und öffnest sie schließlich. Du weißt nicht, wo du bist und dein Gehirn lädt langsam Informationen über deine Umgebung hoch. Du willst aus dem Bett aufstehen und verstehen, was passiert, aber du kannst es nicht. Deine Muskeln wollen sich einfach nicht bewegen. Du kannst deinen Hals nicht drehen. Jede Bewegung fällt dir schwer und dein Mund ist trocken. Deine Augen fallen zu, da die Augenlider nur schwer offen zu halten sind. Du willst um Hilfe rufen, aber du kannst nicht schreien. Deine Stimmbänder sind zu schwach und deine Kiefermuskeln hindern dich daran, den Mund weit zu öffnen. Deine Freundin kommt ins Zimmer und sagt dir, dass du dir keine Sorgen machen sollst. Sie sagt, du hast einen Monat lang geschlafen und das ist, was die ganze Zeit über mit deinem Gehirn und deinem Körper passiert ist. Das Träumen besteht aus zwei Teilen, Not Rapid Eye Movement, NREM, und Rapid Eye Movement, REM. Der NREM-Schlaf ist die tiefste Schlafphase und besteht aus mehreren Teilen. Er heißt so, weil sich unsere Augen während dieser Zeit nicht bewegen, die Gehirnaktivität sinkt und der Geist ruht. Man sagt, dass sich während des NREM-Schlafs unser Unterbewusstsein einschaltet. Es analysiert alles, was du während des Tages erlebt hast. Dann gleitet das Gehirn langsam aus der Tiefschlafphase in die REM-Phase. Deine Augen bewegen sich schnell hinter deinen Lidern und du kannst lebhafte Träume sehen. Die beiden Phasen dauern insgesamt etwa 1,5 bis 2 Stunden und wechseln sich mehrmals in einer Nacht ab. Die NREM-Phase nimmt die meiste Zeit ein, während die REM-Phase 15 bis 30 Minuten dauert. Wenn dein Körper genug Schlaf bekommt, wachst du direkt nach der REM-Phase auf. Wenn du mehr Ruhe brauchst, dann kehrst du nach der REM-Phase wieder in die tiefe Phase zurück. Im Durchschnitt durchläuft ein Mensch 3 bis 4 Phasen pro Nacht. Du hast im letzten Monat also mehr als 350 dieser Phasen durchlaufen. Die REM-Phase ist wichtig, denn sie empfängt alle Informationen aus dem Unterbewusstsein und verarbeitet sie. Als Ergebnis sehen wir Träume. Du denkst vielleicht, dass ein Traum bedeutungslos ist, aber er ist mit Ereignissen und Empfindungen verbunden, die wir im Laufe des Tages erlebt haben. Als du die Bibliothek mit Millionen von Büchern in deinen Geist geladen hast, hat es viel länger gedauert, eine solche Menge an Informationen zu verarbeiten, als ein gewöhnlicher 8-Stunden-Schlaf. Du erinnerst dich nur an einen kleinen Teil deines Traums und dein Bewusstsein hat nicht das Gefühl, dass ein ganzer Monat vergangen ist. Die gesamte Verarbeitung des heruntergeladenen Wissens wurde von deinem Unterbewusstsein vor dir verborgen.
Aber du hast einen kleinen Teil gesehen. Du hast geträumt, dass du einen Gipfel erklommen hast, der Wissen symbolisiert. Das war deine letzte REM-Phase in diesem Traum, deshalb erinnerst du dich auch so gut daran. Dein Bildungsniveau ist jetzt unglaublich, aber was nützt dir das, wenn du nun völlig hilflos bist? Dein physischer Körper hat in diesem Monat eine Tortur erlebt. In den ersten Tagen deines Schlafs verändert sich dein Körper nicht viel. Dein Gehirn weiß, dass du schläfst und produziert ein spezielles Hormon, das den Körper veranlasst, nicht auf die Toilette gehen zu müssen. Außerdem kühlt dein Körper im Schlaf etwas ab und deine Muskeln entspannen sich komplett. Ohne körperliche Anstrengung werden die Muskelfasern schwächer und kleiner. Du verlierst jeden Tag 1-5% deiner Muskelmasse. Die Blutzirkulation ist unterbrochen, die Muskeln erhalten keine Nährstoffe und werden so sehr geschwächt, dass sie komplett abschalten. Nach einem Monat gleichen sie einer dünnen Schicht Gelee. Das gilt nicht nur für deine Arme und Beine, auch dein Gesicht kann keine Emotionen mehr ausdrücken und du kannst deine Augen nicht öffnen. Ein paar Tage nach dem Einschlafen erlebt dein Körper eine starke Dehydrierung. Nach einer Woche verschwindet ein großer Prozentsatz der Flüssigkeit in deinem Körper. Deinem Hautgewebe, Fett und den Muskeln wird Feuchtigkeit entzogen, um die allgemeine Gesundheit aufrechtzuerhalten. Um die Feuchtigkeit und die Energie des Körpers zu bewahren, kühlt dein Körper ab. Nach ein paar Wochen bist du nicht viel wärmer als eine Dose Limo aus dem Kühlschrank. Einen Monat später gleichst du eher einem Eisbrocken. Jeden Tag werden immer weniger Vitamine und Nährstoffe in deinem Körper verteilt. Stell dir vor, der Blutkreislauf ist eine breite Autobahn mit Tausenden von Autos, wobei jedes Auto ein Element ist, das für einen funktionierenden Organismus notwendig ist. Die Anzahl der Autos nimmt täglich ab, ihre Geschwindigkeit wird langsamer. Nach einem Monat ist die Straße fast leer. Der Stoffwechsel ist zum Stillstand gekommen. Alle deine Organe, außer Herz und Lunge, hören nahezu auf zu arbeiten, weil es keine Notwendigkeit gibt. Die Nieren filtern keine ankommende Feuchtigkeit. Die Leber steuert den Stoffwechsel nicht, weil keine Stoffe mehr in den Körper gelangen. Der Mangel an Vitaminen und Nährstoffen macht deine Knochen so brüchig wie Glas. Auch dem Gehirn mangelt es an Nahrung. Es nimmt zwar weiterhin neues Wissen auf, aber seine Reaktionsgeschwindigkeit und seine analytischen Fähigkeiten nehmen ab. Fast alle verbleibenden Ressourcen werden darauf gerichtet, das Gehirn mit Energie zu versorgen, aber das reicht trotzdem nicht aus. Nach dem Aufwachen kann es sein, dass du eine Zeit lang nicht verstehst, wo du bist, wer du bist und was gerade passiert. Der Fernseher wird vor dir eingeschaltet und es dauert Sekunden, bis du es merkst. Deine Herzfrequenz ist sehr niedrig. Das Herz arbeitet nicht mit voller Kraft. Du atmest so langsam und schwach, dass selbst eine Fliege, die an deiner Nase vorbeifliegt, den Atem kaum spüren kann. Dein Körper ist jetzt wie ein Laptop mit niedrigem Batteriestand. Die Energie reicht nur noch aus, um die Meldung anzuzeigen, dass der PC aufgeladen werden muss. Du wärst sowohl der klügste als auch der hilfloseste Mensch auf der Welt. Zum Glück ist dir das nicht passiert, denn deine Freundin hat dir die ganze Zeit über geholfen. Sie hat dich durch eine Sonde gefüttert und hat dir verschiedene Vitamine verabreicht. Dein Körper war mit einer Decke bedeckt, die elektrische Impulse erzeugt. Nicht zu stark, um dich zu verletzen, aber in der Lage, deine Muskeln zum Zusammenziehen zu bringen. Du warst während dem Schlaf in guter Verfassung, aber natürlich reicht das nicht aus, um aufzuwachen und sich wie neugeboren zu fühlen. In den ersten paar Minuten fällt es dir noch schwer, dich zu bewegen, aber nach einer Stunde steigst du aus dem Bett. In den nächsten Wochen baust du deine Ernährung wieder auf, trainierst, um deine Muskeln zu straffen, meditierst und machst Mentaltraining, um dein Gehirn zu entlasten und dein Nervensystem wiederherzustellen. Das neue Wissen ist nicht sofort verfügbar, es kommt jeden Tag in Wellen. Heute kennst du alle Werke der Avantgarde-Schriftsteller und morgen verstehst du die neuesten Errungenschaften auf dem Gebiet der Neurochirurgie. Mit diesem Wissen beschließt du, dich mit dem Schlaf zu beschäftigen. Der Traum über das Bergsteigen hat dir so gut gefallen, dass du ein Gerät entwickeln willst, das deine Träume aufzeichnen kann. Dein Plan ist es, einen einfachen Algorithmus zu entwickeln, damit diese Träume nach dem Aufwachen auf einem Computerbildschirm abgespielt werden können.